Stellt euch mal vor, es gäbe einen lila Planet. Und auf diesem lila Planet würde ein Wesen wohnen, das zu uns über den Regenbogen spazieren kommt. Der Kudulu, der bringt alle Leute zum Tanz. Anstatt kämpfen, tun die dann tanzen. Und der geht auch zum Präsident und sagt, sie sollen mal Frieden haben und nicht kämpfen, sondern tanzen, weil das mehr Spaß macht außerdem. Und der Kudulu ist ein Kuscheltier, der kommt vom lila Stern und möchte mit den Kindern tanzen. Und also ich finde den eigentlich total cool. Du? Ja, also ich finde es richtig lustig, weil er auch so farbenfroh ist und das erinnert auch irgendwie an Spaß, Tanzen und Frieden. Wenn ich mit dem Kudulu eine Reise machen würde, dann würde ich viele Menschen mitnehmen und dem Kudulu und vielleicht mal durch eine Stadt ganz tanzen und viele Menschen durch die Welt mitnehmen. Hey Leute, kommt her und hört mal zu, das ist der Song vom Kudulu. Er ist kein Affe, kein Bär, kein Stier, ein wild gewordenes Kuscheltier. Der Kudulu kommt vom lila Stern und tanzt mit allen Kindern gern auf dem Regenbogen. Grandios spaziert er völlig schwerelos. Doch sagt, was will er hier? Spielt er vielleicht Klavier? Ist er vielleicht mein Fan? Nein! Doch sagt, was will er denn? Er will tanzen. Er tut und tut. Er tut und tut. Du. Yeah, 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 er will tanzen. Yeah, 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 er will tanzen. Er will tanzen. Der Kudulu manchmal traurig ist, weil er die großen Leute vermisst. Denn die großen Leute hier auf dem Planet, die rasen nur rum von früh bis spät. Sie verstinken die Luft und machen Krieg und lachen fast nie. Das ist doch verrückt. Drum geht der Kudulu ins Parlament und sagt Hallihallo, Herr Präsident. Es tanzt das ganze Parlament. Da lacht und lacht der Präsident. Gut gelaunt ruft er schnell in allen Ländern an und sagt, biet euch Frieden an. Dann holt er all die anderen Präsidenten her und Kudulu bringt sie zum Lachen sehr. Sie kehren kichernd in ihre Länder zurück und keiner hat mehr Lust auf Krieg. Und keiner hat mehr Lust auf Krieg. Es war eine gute Erfindung, dass man daraus ein Lied gemacht hat. Es hat sehr viel mit Frieden zu tun, viel damit zu tun, dass es viel fröhlicher in der Welt werden könnte. Und deswegen machen wir ja diesen Film, dass kein Krieg mehr kommt und dass die Menschen, die Krieg wollen, das endlich einsehen, dass kein Krieg sein muss. Also ich stelle mir so vor, als ob der sagen würde, ich bin im Frieden selbst, ich komme, um euch zu helfen, Frieden selber zu machen. Den Krieg zu beenden und die Welt wieder neu zu erschaffen. Also ist selbst erfunden und selbst erfundene Dinge finde ich halt einfach toll.